Mit 40.000 Euro unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Konservierung der Stoffbestände der ehemaligen Textildruckfirma Pauser in Mössingen. Am heutigen Freitag haben die Verantwortlichen einen symbolischen Förderscheck übergeben. Der Vertrag speist sich aus Geldern der Lotterie Glücksspirale. Die ehemalige Textilfabrik ist heute ein Industriedenkmal. Bereits von 2009 bis 2015 hatten Restaurateure und Denkmalschützer daran gearbeitet, die Bestände der ehemaligen Fabrik zu sichern und wiederherzustellen. Dabei hatten sie über 86.000 Stoffmuster, 13.500 Entwürfe, Fotos, Werbeprospekte und Fachzeitschriften bearbeitet. Im aktuellen Projekt geht es um Zeichnungen zur Restaurierung von Grieshaberdrucken auf Schichtstoffplatten sowie zur Sicherung von Filmfolien für die Druckschablonenherstellung.